Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Juniors. Ich bin jetzt hier wieder bei Paul Bear und würde jetzt dann gleich mit der nächsten Nacht weitermachen. Aber davor wollte ich mir nochmal das hier alles angucken. Und genau, da wollte ich euch einfach mal zugucken lassen. Also hier steht Paul Cave, also die Paul-Höhle. Das ist von Paul Bear. Hier sind dann diese Pub-Aussteller noch von den einzelnen Animatronics. Und hier oben überall so Pappkartons, hier so Puppet. Ja, das war es aber eigentlich schon großartig. Außer hier hinten noch diese komischen Viecher da oder was auch immer das sein soll. Und dieses Gehirn habt ihr ja schon gesehen. Dann würde ich sagen, geht's direkt weiter. Es buggt irgendwie trotzdem da immer noch. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß auch, was mein Fehler war. Foxy war ja verflucht. Aber ich war so schlau. Und hab den hergerufen zum Reparieren. Und dann ist er zu mir gekommen und hat mich gejumpscared. Also ich habe das auf den falschen Knopf gedrückt. Was nochmal, Foxy? Flackert's hier schon? Nö, ne. Okay. Okay, einer von den drei ist es hier. Hallo, geht's mal weiter? Hallo, geht es doch mal! Jetzt geflackert. Irgendwer von denen ist verflucht. Ich glaube, das ist schon wieder Foxy, oder? Nee. Ja doch, das ist safe Foxy. So, wenn ich jetzt auf den falschen Knopf drücke. Hä? Was? Das war nicht Foxy? Kacke. Okay. Ich habe was falsch gemacht. Nimm mal hier. Flackert's doch. Hä? Wer ist niemand? Doch, jetzt Freddy. Hä? Ey Leute, ich check gar nichts mehr. Ich komme da gar nicht mehr drauf klar. Foxy? Hier. Hier ist auch gerade geflackert hier. Hä, wer ist das? Hä, ich denke, das ist Bonnie, oder? Ich bin echt blöd. Nein! Kacke, dann ist es Puppet. Ja, es war Puppet, okay. Ein von zwei Animatronics. Ey, ich bin so schlecht in dem Game. Okay, ich habe jetzt Puppet zum Reparieren geholt. Die können wir dann hier irgendwie reparieren, die Animatronic. Bin ich jetzt sehr gespannt. Okay, der Geist hat noch keine neue Animatronic geentert. Ey Leute, ich habe so Schiss vor den Jumpscares. Okay, Puppet ist da. Hallo? Kann ich hier reingehen? Kann ich hier irgendwie entern? Ah, weh. Okay. Ach du Scheiße. Hä? Ach so, Foxy Stability war kaputt. Nein, Freddy. Freddy war's. Oh mein Gott, das wäre so. Nochmal. Ach du Scheiße. Mann. Okay, komm, die Nacht. Es ist Nacht 1, jetzt mal ernsthaft. Ich bin so schlecht. Ich muss mich erstmal wirklich an die Steuerung dran gewöhnen. Ah, jetzt gehen die erst. Okay, die sind jetzt erst unterwegs. Warte mal, dann hole ich direkt Puppet rüber, weil ich weiß, glaube ich, nicht. Warte mal. Ups. Nein, nicht das. Animatronic Stability. Call. Okay, Puppet nehme ich mal mit. Ich habe echt Schiss vor Puppet, ganz ehrlich. Okay, jetzt erst. Dann muss das jetzt eigentlich richtig sein. So. Dann gucken wir doch mal, wer von den Schlawinern das jetzt genau ist.
Hier ist Freddy. Chica. Boah, Chica. Die sieht so. Okay, es ist Chica. Chica. Ja, das war einfach, weil das hat so geflackert. Das hat man direkt gesehen. Okay. Hol ich direkt wieder Puppet zu mir. Ich habe echt Schiss vor Puppet. Deshalb hole ich Puppet jetzt lieber immer her zum Reparieren. Ich habe gar keine Lust. Hat der Geist eigentlich schon neue Animatronic geändert? Ich hab noch gar nichts gesehen. Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie ist es. Es ist Bonnie, 100%. Es ist Bonnie. Warte, zurück. Ja! Oh mein Gott, Investigation complete. Nice. Oh Mann, fast 2 Minuten. Paw Bear wartet auf dich. Da bin ich gespannt. Yes, erste Nacht überlebt. Oh mein Gott. Also, es ging eigentlich sogar, aber ich habe gar keinen Bock. Okay, ich würde noch sagen, ich mache noch Paul Bear und dann machen wir. Dann mache ich ein neues Video mit Paul. Mit Nacht 2. Dienstagnacht. Wo ist Paul Bear? Boah, ich finde auch, die sehen so eklig aus, die Animatronics. Sie sehen halt auch gar nicht aus, finde ich, wie richtige Animatronics, sondern eher wie so. So, als ob die aus Fleisch wären oder so. So, dann gehen wir mal zurück zu Paul Bear. Was geht, Kollege? Du bist zurückgekommen. Wie war deine erste Nacht? Ich muss ein bisschen herangehen, weil irgendwie spinnt es immer so ein bisschen. Okay, der gleiche Geist kommt zu Juniors jedes Jahr. Nee, ich sehe das, ist, ich kann nicht so gut, ich bin nicht so gut in Englisch, deshalb bitte ärgere mich nicht drüber, ich bin das einfach nicht so gut, ich kann einfach nicht so gut. Okay, er macht die gleichen Tricks. Er ist seit Ewigkeiten in Juniors. Und irgendwie, der Spieler will nicht reden irgendwie mit uns. Paul Bear sagt nichts. Okay, du hast mich. Ja, guck, das ist der Spieler, der sagt gerade bei mir irgendwie nichts. Aber er sagt, er lügt. Jeder Geist kann zurück in die reale Welt. Aber Paul Bear ist so nervös, dass er nicht zurückgehen kann. Und er versteckt sich in diesem Kostüm schon so lange, wie er sich erinnern kann. Okay, er hat, glaube ich, ein bisschen Angst. Er ist müde vor der Angst. Vor ihr. Was ist denn da? Sie lässt ihn nicht mit seiner Seele interagieren. Sie hat mich in kleine Stücke gerissen. Nee, sie würde mich in kleine Stücke reißen, wenn sie wissen würde, dass ich mit dir hier unten versteckt bin. Aber jetzt, da du da bist, kannst du mir helfen. Wir werden diesen Geist ein für alle Mal loswerden. Reden wir morgen Nacht weiter. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ich mache jetzt für diese Reihe hier Schluss für diese Nacht. Dann Nacht 2 machen wir dann wann anders. Und dann würde ich sagen, ciao.